So. Ich glaube, ich nehme die Zeitmeistertrolle leider. So, was. Die TMs werden auf jeden Fall gelagert. Okay. So. Dann schauen wir mal, dass wir den hier noch fertig kriegen. Der tiefe Düsterwald. Und hier ist ein Rizeros. Das muss so oder so weg. Das Viech kann das Viech kann Blitzfänger haben und alles, was Blitzfänger hat, ist mir von vornherein unsympathisch. Ja, irgendwie sowas in Erinnerung, dass du in Dunkelheit Mewtwo fangen kannst und in Zeit Celebi aber. Ich meine, Celebi war nicht rekrutierbar. Der Sandsturm nervt hier ja. Pokémon Erkundungsteam. So. Ich hab's irgendwo mal gelesen. Ich bin mal, es war auch mein Spiel, weil da die Anleitung irgendwo drauf. Wieder eine TM Drachenklaue, die habe ich doch schon. Da liegt noch Geld, das nehmen wir noch mit. Und schon wieder ein Sandsturm. Dies hat mir auf der fliegenden Insel besonders genervt. Hagel nee. Aber war's da. Der ist nur ein bisschen nervig, weil der so viel Zeit raubt. Aber auch Schaden von Zeit, ne? Hier ist es wenigstens noch nicht so, dass der Schaden nicht mehr geheilt werden kann, weil ich regeneriere den Gegen hier noch, aber in Gates to Infinity in Super Mystery Dungeon, wenn es hagelt oder wenn Sandsturm da ist, dann ist die automatische Kapi-Regeneration aus. Also für Infinity habe ich das selber. Leider so. Habe ich okay. Ja, und da ist wahrscheinlich der Grund für unseren Hagelsturm da oben. Der schläft da. Also wenn es ein Sturm. Also Boss, da ist Licht, hast du. Ich muss das liebste Pokémon da haben. Also haben wir es. Wie ich es gesagt habe, Telly, die kannst du nur in Zeit fangen. Und Mewtwo nur in Finsternis. Genau wie ich es gesagt habe. Ja, das wird wahrscheinlich dann das normale Celebi sein, oder? Ja. Ja, das aber ist. Aber Celebi. Ja, in Super Mystery Dungeon kriegst du zwei Celebis. Dann zum einen das normale und dann noch dieses Shiny Celebi. Oh. Das hast du nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass es dieses Celebi ist. Hast du? Ja, weil man kriegt es zusammen mit Reptane. Ah. Nee, es gibt wunderbare Event-Pokémon, sehe ich hier gerade.
Aber. Ich soll es langsam eigentlich wissen, dass ich nicht auf Warpfelder treten sollte. Es gibt so wirklich nur so ein paar Dinger, die halt Wunderbrief in deinem Pokémon sind. Rattan, Arbok, also die Rattan-Entwicklung, Dickter-Entwicklung, Nebulak, Ditto, dann die sieben Schätze. Ja. Plus Mew. Gekabor, was war's? Also Gekabor-Entwicklung, ne? Ja, in Super Mystery Dungeon kriegst du ja wirklich alle. So. Ein Mampfgürtel, was ist das denn? Oh lol. So, müssten wir hier eigentlich auch gleich durch sein. Der Mampfgürtel ist ein gutes Item, muss ich sagen. Erhöht Angriff und Spezialangriff des Trägers um 8. Dafür wirst du aber schneller hungrig, also sollst du die Kuhfähigkeit Energiesparer haben. Also das beste Teil habe ich in Super Mystery Dungeon eh schon bekommen. Ich habe da in Super Mystery Dungeon habe ich gerade einen Ring, der gibt mir plus 30 Angriff. Gut. Das macht die Razor Shell noch dummiger, als sie sowieso schon ist. Inner Gürtel. Oh lol. Mit einem Gürtel kannst du einfach mal dein Magen nicht lernen lassen. Okay, dann liegt schon wieder eine TM. Ist ja nice. Der Trugschlag, den sollte man vielleicht sogar mitnehmen. Trugschlag kann. Warum Trugschlag? Der Gegner überlebt doch mit 1 KP. Hier ist es ein bisschen anders geregelt. In Mystery Dungeon macht die Attacke, also man kann damit locker ein K.O. setzen. Allerdings erhöht sich bei, wenn du mit der Attacke jemanden K.O. setzt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Pokémon dir dann anschließen will. Oh, und ich kriege endlich meine Agilität. So, tschüss Ruckzuckieb. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, dann brauche ich jetzt nur noch ungefähr, ich glaube, 8 Level brauche ich jetzt noch und dann lerne ich die letzte Attacke, die wichtig wäre. Oh no. So, ich. Oder? Ladungsstoß kommt, glaube ich, mit 42. Das war's dann, glaube ich, oder, ne? Basis oder so? Donner? Donner brauche ich eh nicht. War es etwa 40 so? Es kann sein, dass der Donner erst mit 42 kommt. Kann sein, dass der Ladungsstoß mit 38 kommt. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Pikachu hat einen 4-Level-Rhythmus, wie er seine Attacken lernt. Item Sympathie ist auch, du kriegst du bessere 10% höher als ich Pokémon, die ich da die Ja. Antworten bin. Das kann auch gut sein. Was haben wir da für ein Orb? Reduz Orb brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ebene 12 schon und da haben wir schon wieder einen super nervig. Oh yeah. Klonmaske. Ja, Ach so. ich hab leider meine beste IQ-Fähigkeit noch nicht. Jedes Mal, wenn das Pokémon schadet, erhält es Erfahrungspunkte. Auch da gab es doch auch so ein Band, was du gekriegt hast. Oh, jetzt sehe ich ihn. Da ist er.
Back to the Future. Na, eher in Back to the Past in dem Fall, aber egal. Ist das der Zeittunnel? Das ist richtig. Das ist der Zeittunnel. Ich bin Italiener. Ich bin durchgegangen, um in die Vergangenheit zu gelangen. Celebi, nur du kannst den Zeittunnel öffnen. Tu, was du zu tun hast. Sicher. Stehen geblieben. Das reicht. Was? Diese Stimme, ach so, ich bin auch noch so. Das kann nicht sein. Hallo miteinander. So sieht man sich wieder. Ach du, Pimmelsens, bist du. Zwirfenst. Zwirfenst? Eure Wollei hat euch ganz schön weit gebracht. Umso trauriger, dass für euch jetzt alles vorbei ist. Und da sind auch noch die ganzen Zubiris. Es fehlt ein Gefehle, Zwirfens. Du ließ uns frei umherlaufen, hast uns aber die ganze Zeit beobachtet. Das alles, damit du sowohl Celebi als auch uns gefangen nehmen kannst. Was? Du meinst also, wir wurden die ganze Zeit verfolgt? Das habe ich nicht kommen sehen. Es ist alles meine Schuld, Celebi. Oh, Entschuldigung, passen nicht zu deinem Stil, mein lieber Reptane. Du glaubst wirklich, dass ich gefangen werden kann? Ja, wegteleportieren, ne? Leute, seid ihr bereit zu kämpfen? Was? Selbstverständlich. Wir werden uns den Weg frei flügeln. Wir drängen diese Seite. Dann tauchen wir in den Zeittunnel ein. Verstanden. Aha, ihr wollt euch widersetzen? Spart euch die Mühe. Das ist völlig aussichtlos. Das wissen wir nicht sicher. Zumindest nicht, bis wir es versucht haben. Zwölfens! Du und ich, jetzt! Reptane, glaubst du, ich bin so naiv, allein zu kommen? Was? Jetzt, Meister Diaga. Uah, es ist Stockfenster geworden. Ja, Hogan, I'm watching you. Das ist... Reptane, was ist das? Was ist dieses Ding? Das ist... Schattendiaiger! Was? Das? Das ist Schattendiaiger? Was ist los, Reptane? Wo ist dein Heldenmut geblieben? Ha. Mein lieber Reptane? Das war es los. Was? Warum? Wollen wir denn nicht kämpfen? Es ist aussichtslos. Zwölfens allein ist eine Sache. Aber gegen die Eiger haben wir keine Chance. Ihr zwei habt euch so gut geschlagen. Es tut mir leid, dass ich euch hängen lassen muss. Hier endet die Geschichte. Aber... Ich gebe auf, Zwölfens. Verfüge über mich nach Belieben. Mein lieber Reptane... Was ist los mit dir, Reptane? Sonst gibt es doch nicht so schnell leicht auf. Ja, ich gehe auf. Aber die Hoffnung lebt. Celebi, du erinnerst dich. Das letzte Mal, als ich durch die Zeit zurückreiste, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich war nicht allein. Es gab da noch jemanden. Da, da, da. Was? Reptane, du bist nicht allein in unsere Welt gekommen? Das stimmt. Ich hatte einen Partner. Wir sind zusammen in die Vergangenheit gereist. Es ist so schlimm, wenn man das Ganze schon weiß von der Geschichte, weißt du das? Weiß, ich kenne es selber. Aber als wir durch den Zeitraum reisten, gab es Probleme. Ah ja, wir wurden getrennt. Ah, da war ja was, ne? Mein Partner ist wohl immer noch in der Welt der Vergangenheit. Sogar wenn ich aus dem Weg gerannt werde.
Mein Partner wird unsere Mission zu Ende führen. Mein Partner wird die Regeln des Planeten aufhalten. Ha! Was? Was ist denn so lustig? Ah, du behauptest also, jemand sei mit dir durch die Zeit gereist. Wie heißt dein Partner eigentlich? Komm schon, sag den Namen. Warum so eine Frage? Kannst du ihn mir nicht sagen? Doch, der Name meines Partners ist Kilian. Dun dun dun. Hast du gemacht schon? Mein bester Freund. Was? Was? Raptain, sagst du Kilian? Nun, das hier ist Kilian. Was? Du bist Kilian? Nein, das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Kilian ist kein Pokémon, das weiß ich genau. Kilian ist ein Mensch. Was? Ganz genau. Mein bester Raptain, das ist unverkennbar dein Partner Kilian. Was? Das Pokémon vor deinen Augen war früher ein Mensch. Was? Meister Dialga gab mir einen Auftrag. Ich sollte euch beseitigen, Raptain und Kilian, weil ihr in die Vergangenheit geflüchtet seid. Ich reiste durch die Zeit, um euch zu verfolgen. In der Vergangenheit sammelte ich Informationen, die mir helfen sollten, euch zu finden. Hey, ich bin dran, ne? Hm? Hallo, ihr seid von der Gilde, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, das sind Flashbacks. Das kann ich sagen, ne? Die Flashbacks lese ich generell nicht vor. Hast du ja vorsagen sollen. Ja. Weil die Flashbacks habe ich alle schon mal vorgelesen. Das kann man wieder vorlesen. Ja, das ist ja klar, ne? Das ist ja echt klar. Obwohl manche Sachen wurde ja nicht erwähnt, ne? Wenn man so überlegt, ne? Ja. Also da. Ja, aber das war so dieser Moment, in dem Zwirfins dann endgültig gewusst hatte, wer ich war hier. Ich muss mal ein gutes Item sagen, okay? Hm? Die Amber-Träne. Erhöht die Chance, dass ihr ein Pokémon anschließt, ne? Hm? Um 25%. Der ist auch gut, ne? Ja. Für Legendäre zum Beispiel, ne? Da ist es. Kilian das Gedächtnis verlor. Und dann in ein Pokémon verwandelt wurde. Das muss durch den Unfall während der Zeitreise geschehen sein. Nun, dass Kilian das Gedächtnis verlor, war ein Glücksfall für mich. Schließlich konnte mich dein Partner nicht mehr erkennen. Es war recht einfach, zu trauen als Partner zu gewinnen. Und es war auch einfach, ihn in die Zukunft zu holen, als die Zeit reif war. Zwiffens hat wirklich gelogen. Dann musstest du erzählen. Eigentlich nur den Rest des Jobs erledigen. Ich war ein Mensch aus der Zukunft und ich war der Partner von Raptain bei einer Mission, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Und so bin ich dann in der Welt von Fliege gelandet. Raptain und Kilian, jetzt wo ihr beide hier seid. Ich werde die Sache beenden, indem ich euch endlich loswerde. Damit verflüchtigt sich dann auch das letzte Fünkchen Hoffnung von Raptain. Alles geht zu Ende. Zu Ende für euch. Zwirfinst. Nein. Zwirfinst. Ah, habt ihr euch endlich mit eurem Schicksal abgefunden? Raptain. Kilian. Wir werden euch für immer los sein. Das ist das Ende. Für euch. Oh, mein Hals. Was glaubst du, wie es mir hier mal ging, als ich 4 Stunden am Stück aufgenommen habe? Das ist mir auch mal passiert, als ich eine Stundenaufnahme gemacht habe, ne? Da war die Aufnahme kaputt. Hey, Kilian, Raptain, ihr könnt nicht aufgeben. Ja.
Nicht aufgeben, sagst du? Aber was können wir in dieser trostlosen Situation dann tun? Wir müssen nachdenken. Ich weiß. Celebi, kann eine Zeitreisefähigkeit uns das kurze Stück in den Zeittunnel transportieren? Das wird nicht einfach in der Gegenwart von Dialga. Dialga ist das Zeit-Pokémon, es kontrolliert die Zeit als solches. Selbst wenn ich uns auf Zeitreise schicken kann, wird es das ohne Probleme aufdecken können. Es muss nur für einen kurzen Moment funktionieren, bitte! Angriff. Zeit für die Reise! Wie der Kampf immer noch. Sie sind verschwunden? Meister Dialga? Brüll. Das ist extrem nice. So eine Protoform kann es auch von Palkia von dem her geben, ne? Wenn sie Dialga noch eine schöne Fähigkeit geben, womit er seinen Signature-Move endlich mal nutzen könnte, wäre super. Ich war auch satt, ne? Ah, unser Zeitreisepfad wurde zersplittert. Da sind sie. Wir haben es fast bis zum Zeittunnel geschafft. Springt jetzt rein, ihr könnt es schaffen. Jetzt, in den Zeittunnel. Was ist mit dir, Celebi? Kümmert euch nicht um mich. Ich sagte euch doch bereits, ich kann nicht gefangen werden. Stoppt die Landung des Planeten. Verändert die Geschichte. Danke. Danke, Celebi. Ihr kommt nicht davon. Stimmt, ich kann Wegtiger einfach immer oder sich teleportieren schnell, ne? Boah. So. Es ist aus, als so reinrutschen. Ja, und genau an dieser Stelle will ich eine Aufnahmepause machen. Und das nächste Mal spielen wir dann ja wieder in unserer Zeit weiter. Ja. Mal schauen. Es kann auch sein, dass ich das nächste Mal dann einfach erstmal die nächste Bonus-Episode anpacke, weil nach dem nächsten etwas längeren Dialog, der wird höchstwahrscheinlich wieder eine ganze Folge in Anspruch nehmen, so wie beim letzten Mal, als ich kurz vor der Sonflora-Episode eine ganze Episode nur Dialog hatte. Geil. Aber gut, wir machen hier eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Mal schauen, ob der Master beim nächsten Mal auch wieder mit dabei ist. Dürft ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so gefallen hat. Ich weiß, es macht zwar eh wieder keiner, weil ich weiß, ihr schreibt keine Kommentare, aber was soll das? Man kann es ja mal sagen. Also dann. Mit Daumen nach oben, wenn das Smash euch loben. Ja, Leute, den Smasher kennt man, hallo? Ja, klar, wer kennt Smasher nicht? Also dann. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Okay, dann halt nicht. Macht's gut!